Amazonen-Papageien. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Nicaragua gedreht. Die Amazonen-Papageien, Amazona, sind mit 31 rezenten Arten die größte Gattung der Familie der eigentlichen Papageien, Psittacidae, und der Ordnung der Papageien, Psittaciformes. Das Verbreitungsgebiet der Amazonen-Papageien reicht vom Süden Mexikos und den Karibikinseln bis nach Uruguay und in den Norden von Argentinien. Ihr Verbreitungsschwerpunkt sind die tropischen Zonen Süd- und Mittelamerikas. Innerhalb dieses großen Verbreitungsgebietes bewohnen sie neben Regenwäldern so unterschiedliche Lebensräume wie Savannen und Halbwüstengebiete, aride Trockenwälder und bewaldete Sumpfgebiete. Nicht weniger als 16 Arten, die dieser Gattung zugerechnet werden, sind in ihrem Bestand gefährdet, stark gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht. Es handelt sich dabei vor allem um die auf Karibikinseln vorkommenden endemischen Arten. Großflächige Lebensraumzerstörung und der Fang für den Handel haben die Bestände einiger Arten stark reduziert. Amazonenpapageien sind mittelgroße bis große Papageien. Die kleinste Art ist die Rotspiegelamazone, die ausgewachsen eine Körperlänge von 25 cm erreicht. Die Kaiseramazone gilt mit einer Körperlänge von 45 cm als die größte Art dieser Gattung. Zu den auffälligen Merkmalen gehört der kräftige gekrümmte Schnabel, der gelenkartig mit dem Schädel verbunden und der somit für alle Papageien charakteristisch ist. Bei Amazonenpapageien ist der Schnabel hornfarben, dunkelgrau bis schwarz und bei einer Art, der Taubenhalsamazone, sogar rot. An der Schnabelbasis findet sich eine leicht hervortretende Haut, die sogenannte Wachshaut. Die mit Tastkörperchen versehene Zunge ist muskulös, die Füße werden als Grifforgan verwendet. Die zwei mittleren Zehen sind nach vorne gerichtet. Die erste und die vierte dagegen nach hinten, auch das ist für alle Papageien charakteristisch. Bei Amazonen ist darüber hinaus die Schädelkapsel vollständig, was als Hinweis auf ihre nahe verwandtschaftliche Beziehung zur Gattung der Rotsteißpapageien hinweist. Ein weiteres gattungstypisches Merkmal ist der mit sogenannten Pfeilkerben versehene Gaumen der Amazonen. Diese Pfeilkerben schärfen die Schneide des Unterschnabels und dienen zum Festhalten sowie zum Zerkleinern der Nahrung. Gelbkopfamazone. Charakteristisch für das Erscheinungsbild der Amazonen sind der breit abgerundete Schwanz und die breiten, gleichfalls abgerundeten Flügel. Ihr Gefieder ist überwiegend grün gefärbt, mit roten, gelben oder blauen Farbmarkierungen am Kopf, an den Flügeln oder an den Schwanzfedern. Lediglich drei Farbmorphen der Königsamazone unterscheiden sich stärker von diesem typischen Erscheinungsbild der Amazonen. Bei diesen ist die Grundfärbung des Gefieders gold, rot oder olivbraun. Die Augen der Amazonas-Papageien sitzen seitlich am Kopf und können unabhängig voneinander arbeiten. Alle Arten haben einen nicht befiederten Augenring. Er ist meist weiß, bei einigen Arten auch grau, blau oder gelb gefärbt.